Vorschau Nummer 4. Das bedeutet Kapitel Nummer 4 von Tropico 6. Wir sind dann im fortgeschrittenen Wirtschaft. Da schauen wir dann mal rein. Und ja, letztes Mal hatten wir das Kapitel ja relativ zügig fertig gemacht. Jetzt sind wir beim nächsten. Mal schauen, wie lange das dauert. Wir haben hier so die schicke Karte, die hier gezeichnet ist. Sieht ja ganz cool aus, ne? Mal schauen. Wo ist denn der Vulkan? Sehe ich nicht. Haben sie hier nicht drauf, oder wie sehe ich das? Wohl nicht. Naja. Ja, natürlich gibt es viele Gefahren. Schlecht gebaute Straßen führen zu ungeplanten Ereignissen. Brücken werden absichtlich über gefährliche Gewässer gebaut. Aufzüge, sie sind eindeutig gefallen. Präsidente, ohne euch würde das Volk nirgendwo hinkommen. Schließen Sie alle Tutorialaufgaben ab, 7 Stück an der Zahl. Gut, dann schauen wir weiter. Irgendwann möchten Sie vielleicht über das Meer hinaus expandieren, zum Beispiel um ein Ölbohrturm auf dem Ölvorkommen auf der Vulkaninsel zu bauen. Die einfachste Art, auf anderen Inseln zu expandieren, ist der Bau einer Anlegestelle. Das erlaubt ihren Mitbauarbeitern, zur neuen Insel zu reisen und zusätzliche Gebäude zu errichten. Anlegestelle bauen sollen wir und Ölbohrturm sollen wir bauen. Okay, bauen sie auf der Vulkaninsel jeweils. Dann machen wir eine Anlegestelle. Und okay, das ist ziemlich stark vorgegeben, wo wir da bauen sollen. Das haben wir dann jetzt schon gemacht. Ja, ich glaube, wir können uns das leisten, ne, oder? 199.000, schneller bauen. Kostet ja nur 150, das ist ja wenig. So, und dann brauchen wir den Ölbohrturm. Und wo soll der hin? Ah, wohl hier, ne? Ja, kann man nur da oder da einbauen, aber... Also, wir können das drehen, sehr schön. Ja, machen wir so. Klicken wir auch an. Okay, das kostet 2,5, aber ist auch egal. Die Arbeitsreichweite der Transporteure ist auf dem Straßennetz begrenzt, mit dem sie verbunden sind. Um Güter von einer Insel zur anderen zu verschiffen, mit denen sie Transporteurs helfen. Besitzen Sie ein Gebäude des Typs Transporthafen, bauen Sie auf der Vulkaninsel einen Transporthafen. Verbinden Sie den Ölturm durch eine Straße mit dem Transporthafen. Okay. Ach so, das waren die Bauarbeiter, die da jetzt wahrscheinlich nur gekommen sind dadurch, ne? Der Transporthafen ist das und ja, irgendwo in diesem Bereich sollen wir den bauen. Ja, machen wir doch da einen, oder? Und dann bauen wir noch eine Straße, die von da nach da geht. Okay. Das reicht, oder? Ja, hier steht ja jetzt nicht. Schneller bauen. Fertig. Erledigt. Tropikaner pendeln viel zwischen ihrem Zuhause und ihrer Arbeit und all den Gebäuden, die sie besuchen, um ihre Zufriedenheitsaspekte zu befriedigen. Wenn sie den Zeitaufwand zum Pendeln verringern, machen sie das nicht nur zu zufriedener, sondern auch verbessern auch ihre Wirtschaft. Reisezeit ist unproduktive Zeit. Mit Beginn des Zeitalters der Weltkriege können sie Brücken errichten, um nahegelegene Inseln effizienter, aber auch zu einem höheren Preis miteinander zu verbinden. Verbinden sie die Straße der zentralen Insel mit einer Vulkaninsel, indem sie eine Brücke bauen. Okay. Jetzt soll ich eine Brücke bauen. War jetzt irgendwie nicht so die Idee, oder? Also von da nach da. Hätten wir uns auch den Hafen sparen können, oder? Auftrag abgeschlossen. So, fertig. Ihr Tropico parken wir nicht einfach auf der Straße. Jede Fahrt muss in einem Gebäude beginnen und enden. Deswegen sollte hier und da Parkdecks bereitgestellt werden, damit die Bürger Autos benutzen können. Bauen Sie auf den zentralen Inseln und auf der Vulkaninsel Parkdecks, die durch dasselbe Straßennetz verbunden sind. Okay, das Straßennetz haben wir schon geschafft. Ein Parkdeck.
Machen wir dann mal hier hin, oder? Und das andere Parkdeck machen wir dann da ein. Aha, okay. Zack. Was wollen sie noch? Straße, haben wir doch schon. Ach, super, das hat hier gut geklappt, wie wir gerade sehen, ist die Straße... Ja, krass, oder? Das hat gut geklappt da und da ist es bestimmt dann auch falsch, oder? Ne, da ist sogar richtig. Schnell bauen. Und da müssen wir das dann auch noch schnell bauen. Zack, fertig. Abhängig vom aktuellen Zeitalter und dem individuellen Wohlstand kann sich nicht jeder ein Auto leisten. Daher gibt es einige öffentliche Verkehrsmittel wie Busse, Seilbahnen und U-Bahnen, damit auch Bürger mit wenigen Mitteln schneller reisen können. Lassen Sie uns eine Buslinie einrichten, die es den Menschen in der Nähe des Ölbohrturms ermöglicht, die Gebäude auf der zentralen Insel zu besuchen. Besitzen Sie Gebäude des Typs Busgarage, einrichten Sie eine Buslinie mit einer Haltestelle auf der zentralen Insel und der anderen auf der Vulkaninsel. Okay. Busgarage müssen wir bauen. Die würde ich aber schon hier auf der Hauptinsel bauen wollen. Hier so, pack. Und, nee, das müssen wir wahrscheinlich nicht machen. Wir können das auch wieder beschleunigen, denke ich. Und dann müssen wir eine Startbushaltestelle platzieren. Denke ich mal, machen wir mal... Ach, weiter reinzoomen ist nicht, schade. Eine Endbushaltestelle platzieren, okay, wenn das nur zwei gehen. Ich habe jetzt wieder so City... mäßig unterwegs, City Skyline. Und zack. Gut. Das war's schon. Gebäude aus schweren Zeltern sind immer mehr von Strom abhängig und funktionieren nur, wenn genügend Energie zur Verfügung gestellt wird. Sie werden ein Kraftwerk bauen, das ist für den Betrieb Kohle benötigt. Sollten Sie zunächst ein Kraftwerk bauen und dieses in der Nähe des Kraftwerks platzieren. Außerdem sollten Sie ein weiteres Transportbüro bauen, um den Transport zu sorgen. Bergwerk besitzen Kohle. Bauen Sie auf der Wasserfallinsel ein Kohlebergwerk. Besitzen Sie ein Gebäude des Typs Transportbüro. Bauen Sie auf der Wasserfallinsel ein Transportbüro. Besitzen Sie ein Gebäude des Typs Kraftwerk. Bauen Sie ein... Auch das noch. Ja dann, aber das ist ja alles easy going. Können wir ja nicht ganz viel falsch machen, weil das uns immer super vorgegeben wird, ne? Auf der Wasserfallinsel. Ist hier die Wasserfallinsel? Blöd ist, dass ich gerade nicht rauszoomen kann weiter. Wo ist denn der Wasserfall? Hier ist der Vulkan, ne? Ja. Gibt's hier eine Map? Ne. Ah, so kommt man rausgescrollt. Da ist die Wasserfallinsel. Okay. Dann nochmal Bergwerk. Kohle war gefragt, ne? Ich tippe mal drauf, dass das Kohle da ist. Und... Ja, komm, machen wir erstmal so. Schneller bauen. Geht nicht, weil kein Weg dahin führt. Das heißt, wir müssen erst noch eine Anlegestelle bauen. War das hier? Anlegestelle, ja. Oder eine Brücke hin. Geht natürlich auch, ne? Brücke ist einfach. Zack, Straße. So, jetzt zack, schneller. Schon fertig. Transportbüro bauen. Und, nee, nicht rechtsklicken. Rechtsklicken ist was anderes. Schneller bauen. Sind wir auch fertig. Und jetzt brauchen wir noch das Kraftwerk. So ist doch schön, oder? Ah, nein, wir bauen nicht. Nein, wir
klicken, nicht rechts klicken. So, schneller bauen, 6000 extra. So, fertig. Stromnetz. Energieproduzierende Gebäude versorgen das Stromnetz um sich herum mit Elektrizität. Nur Gebäude innerhalb dieses Netzes werden mit Strom versorgt. Sich überschneidende Stromnetze vereinen sich zu einem Netz. Der produzierte Strom und der Verbrauch werden in diesem Fall addiert. Stellen Sie sicher, dass Sie nie mehr Strom verbrauchen, als Sie produzieren, denn Gebäude ohne ausreichende Stromversorgung sind nicht funktionsfähig. Bauen Sie auf der Wasserfallinsel eine Spielhalle, bauen Sie auf der Vulkaninsel eine Spielhalle, bauen Sie Umspannwerke, um die Vulkaninsel aus Stromnetz anzuschließen. Alle Spielhallen mit Strom versorgen. Okay. Dann bauen wir erstmal eine Spielhalle. So, machen wir erstmal hier für die Kraftwerker. Da ist doch schick. Ne, wollen wir nicht. Schneller bauen. Geht. Nochmal eine Spielhalle auf der Vulkaninsel. Da müssen wir nach da hinten. Dann machen wir hier hin. Ja, da ist schon eine Hütte neben sogar, ne? Nein, wollen wir nicht. Und zack, auch schneller bauen. So, nächste Geschichte. Wir müssen hier auf das Umspannwerk. Zack. Und zack, auch schneller bauen. Fertig. Und nu? Er sagt mir nichts mehr, ne? Auf. Schließen Sie jetzt Tutorial-Aufgaben ab. Okay, eine brauchen wir noch, aber Vulkaninsel verbinden. Ach so. Und jetzt? Was muss ich jetzt machen? Das ist eine gute Frage, ne? U-Bahn, Tunnel, Bus, Parkdeck, Kraftwerk, Umspannwerk. Aber wie kriege ich denn eine Verbindung dann? Muss ich jetzt hier mehrere bauen oder wie sehe ich das? Keine Elektrizität. Ne, da zoomen wir gerade raus. Okay, das hat so eine Reichweite, alles klar. Ach so, da ist ein Kraftwerk, alles klar, jetzt habe ich es verstanden. Und dann muss ich hier wahrscheinlich noch eine Hütte hinbauen. Nein, wir wollen das nicht so machen, wir wollen das so machen. Bauen das mal schneller und dann müsste das reichen, ne? Dass das verbunden ist. Oder habe ich das falsch verstanden? Wenn ich jetzt das Umspannwerk anklicke, dann habe ich die Reichweite doch, ne? Das geht auch noch da, alles ist rot. Wir haben keine Kohle hier wahrscheinlich, ne? Ah, Transportbüro hat keinen Anschluss an die Straße, alles klar. Jetzt fährt der erste LKW raus und bringt Kohle dann ins Kraftwerk wahrscheinlich. Das ist ja wieder gut geklappt, ne? Okay, Sicherheitsdienst ist schon zum Kraftwerk gefahren. Nicht auf Lager. Sollte das aber hier kommen und dann sollte es gehen, oder? Kann ich den auch anklicken? Ja, er hat Kohle geladen. Ziel ist Kraftwerk. Passt. Und jetzt? Die Städte der Zukunft brauchen Transportmittel. Nun ja, eigentlich
brauchen die Städte der Gegenwart Transportmittel. Wer weiß schon, was die Zukunft bringt. Ja, vergesst nicht die Parkdecks für Autos und die öffentlichen Verkehrsmittel für alle. Und achtet immer darauf, dass es genug Energie gibt, um alles am Laufen zu halten. Es ist mühsam, aber bis wir einen Weg finden, alle zu Hause von einem Bildschirm zu halten, ist es leider essentiell. Okay, zu Hause vom Bildschirm halten, alles klar. Touristen, Präsidenten, im Gegensatz zu unseren Bürgern zahlen sie für alles und verschwinden ohne angemessene und verhältnismäßige Eingriffe der Geheimpolizei. Leider trug ich noch nicht alles, was es braucht, um diese Kunden aus Übersee anzulocken. Lasst uns bleiben, Sehenswürdigkeiten. Lasst uns bleiben? Ach, bleiben als Wohnungsstätte. Sehenswürdigkeiten, vor allem Wege schaffen, auf denen die Touristen ankommen können, ohne dass diese über die übermäßige Armut unserer eigenen Bürger zu sehen bekommen. Niemand möchte seinen Urlaub mit einem Schock beginnen. 5 Tutorialaufgaben haben wir da noch. Bauen Sie auf der Wasserfallinsel ein Hüttendorf. Bauen Sie auf der Wasserfallinsel einen Aussichtspunkt. Erhöhen Sie die Schönheit des Hüttendorfs, indem Sie Dekorationsobjekte platzieren. Erhöhen Sie die Schönheit des Aussichtspunkts, indem Sie Dekorationsobjekte platzieren. Okay. Also, naja, hier oben haben wir auch noch, das habt ihr aber schon gelesen, ne? Viele Touristengebäude erhalten einen Bonus auf der Lizenz, wenn sie in der Gegend mit einem hohen Schönheitswert platziert werden. Dekorationsobjekte können die Schönheit. Okay, machen wir das auch noch. Reiseziel, Hüttendorf. So ein Hüttendorf. Kommen dann mit der Brücke an. Ist natürlich jetzt nicht so, oder? Wieso? Achso, das ist das Zentrum wahrscheinlich. Ich würde das jetzt mal einfach hier oben hin zaubern wollen, das Hüttendorf, ne? Nee, nicht wieder das. Bau beschleunigen. Hüttendorf ist fertig. Aussichtspunkt machen wir jetzt. Kommen wir da nicht hin? Okay. Ich dachte, wir können irgendwie einen Aussichtspunkt auf dem Berg machen, aber war wohl nichts. Ne, geht nicht. Zack. Angeklickt. Schneller gebaut. Dann verschönern wir das Ganze noch. Park XXL. Zack. Und noch ein Park XXL. Zack. Die zweite Voraussetzung, damit Touristen eine Reise nach Tropi buchen, ist die passende Transportmittel. Touristen werden nicht auf gewöhnliche Frachtanreisen, sondern auch per Schiff bei der Hafenanlage bei Touristen oder per Flugzeug am Flughafen eintreffen. Die ausgewählte Arbeitsmodus dieser Gebäude begrenzt die Anzahl und den Wohlstand der Touristenfamilien, die pro Fahrzeug ankommen. Besitzen Sie ein Gebäude mit Typ, ja, bauen Sie auf dem Wasserfall einen Touristenhafen. Okay, der Touristenhafen ist hier. Ich würde gerne bauen, ne? Wieso geht das nicht? Achso, da muss ich hier irgendwas machen. Da muss ich da den Touristenhafen machen. Das gefällt mir gar nicht. Voll doof. Falsche Ecke. Ist soweit. Die ersten Touristen kommen bald mit dem nächsten Touristenschiff an. Touristen unterscheiden sich kaum von ihren eigenen Bürgern. Ihr Wohlstand liegt mindestens bei gut situiert. Sie haben nur zwei Zufriedenheitsaspekte, Unterkünfte und Unterhaltung. Jeder Tourist verbringt nur eine begrenzte Zeit auf Tröki und wird abreisen, sobald diese Zeit um ist. Dementsprechend möchten Touristen so viel wie möglich aus ihrem Urlaub herausholen. Allgemein lieben Touristen die Vielfalt und werden lange gelangweilt, wenn sie immer wieder dieselbe Attraktion besuchen. Außerdem gehört jeder Tourist allen mehreren Typen an, die bestimmte Unterkunftsaktionen. Okay. Jetzt muss ich auf dem Schiff warten und dann das Infofeld beobachten. Blöd ist nur, dass ich jetzt hier
den Touristenhafen natürlich da gebaut habe. Naja, ist erstmal so. Wann kommt das nächste Schiff? Steht das hier? Arbeiter sind schon mal da. Nächste Aufenthaltszeit 2 Monate. Okay. Ja. Zack. 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 Nee. Und dreimal klicken. Okay, 20, so 3, 2 Tage, ein Tag, jetzt ist da. Wer ist das da? Ah, da hinten laufen sie raus. So, jetzt haben wir den. Sind wir schon da? Oh, sind wir. Jeder Tourist bewertet seinen Urlaub auf Tropico. Die Bewertung basiert auf Niveau der Unterkünfte und der Unterhaltungszufriedenheit, modifiziert durch die Vielfalt und die spezifischen Geschmäcker seines Touristentyps. Je besser die Bewertung, desto mehr Touristen werden Urlaub auf Tropico machen. Touristenbewerter können sogar von der Politik beeinflusst werden, da einige Verordnungen und Verfassungsoptionen Tropico für die Besucher mehr oder weniger attraktiv machen. Öffnen Sie den Index im Reiter Tourismus des Almanachs und überprüfen Sie sie. Touristen verbringen nicht gerade gern Urlaub in einem Land, das sich im Krieg befindet. Öffnen Sie den Index im Reiter Tourismus. Aha, da unten. Almanach. Wirtschaft. Touristenindex. Alles klar. Ja, Hüttendorf 7. Touristenunterkünfte 1. Hüttendorf 47. Touristenattraktionen. Spielhalle und Taverne haben wir. Ja, ist doch schon mal was, oder? Tourismus und Unterhaltungsgebäude verfügen oft über Arbeitsmodi, um sich auf die Bedienung einer bestimmten Touristentyps zu spezialisieren oder die nötige Wohlstandsanforderung zu ändern. Versuchen Sie, Ihre Unterkünfte und Unterhaltungsgebäude anfangs auf einen oder zwei Touristentypen auszurichten. Budgetänderungen erhöhen die Gebühr, die jeder Besucher zu zahlen hat. Touristen zahlen zudem mehr als Einheimische. So könnte das ausnutzen, indem Sie Tropicana über die Checkbox Einstellung individueller Unterhaltungsgebäude ausschließen. Stellen Sie die Spiele auf der Wasserfallinsel nur auf Touristen ein. Okay. Nur Touristen. Touristen, sie nerven und sind furchtbar gekleidet, aber sie bringen Geld mit, das sie ausgeben wollen, und das macht sie zu unseren Freunden. Vergesst nicht, die Touristen umherzubringen. Touristenunterkünfte, um sie unterzubringen, und Touristenfallen, in denen sie ewig Zeit verbringen. Mit Ausländern lässt sich ordentlich Geld verdienen, selbst wenn man es ihnen nicht direkt aus der Tasche stiehlt. Okay, damit haben wir das Tutorial auch abgeschlossen. Zurück zum Hauptmenü. Tropicoland. Und das nächste Tutorial wartet dann in der nächsten Folge auf uns. Und das ist dann das letzte Tutorial, Kapitel 5. Fortgeschrittenes Gameplay. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Kommentare gerne schreiben und genauso gut das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.